bin ihm hinterher, bin hingefallen und habe mir das Bein verletzt. Und habe mir bei der Explosion die Schulter ausgekugelt. Du hättest auf mich warten sollen. Ich dachte, ich könnte mit ihm reden. Der Jake, den ich kannte, hätte definitiv das Richtige getan. Hör auf, dich selbst fertig zu machen. Er hat alle Beweise zerstört, als er seinen Wohnwagen in die Luft gejagt hat. Die Sache ist nicht vom Tisch. Wenn wir die Kavallerie reingeschickt hätten, wäre es in der Katastrophe geendet. Ich wollte niemanden enttäuschen. Vielleicht haben wir ihn nicht heute geschnappt. Aber wir kriegen ihn. Das verspreche ich, Sherry. Klingt aufregend. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Ist wohl besser, dass sie es nicht war. Ich hatte gedacht, dass sie es war. Es ist schön zu wissen, dass ich immer noch verdächtig werde. Das ist wirklich nett von Ihnen. Danke, vielen Dank. Ah, das ist mein Taxi. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Ich bring dich raus. War mir eine Freude, Max. Die Freude lag ganz bei mir. Ich muss noch Papierkram erledigen. Mach's gut. Gute Nacht. Tammy, ich möchte mich bei dir bedanken. Wofür? Ich bin hergekommen, weil ich wollte, dass du mir glaubst und das hast du. Ja, die Fakten haben dich entlastet. Aber selbst wenn nicht, ich hab dir geglaubt. Ehrlich? Mehr wollte ich nicht hören. Oh, ich habe etwas für dich. Hätte ich fast vergessen. Eine Muschel aus Maui? Ich dachte, du warst in New Hampshire. Um ehrlich zu sein, sie ist aus Keramik. Ich habe sie heute Nachmittag gekauft. In der Mall vor dem National History Museum. Die haben deinen Namen draufgeschrieben. Wofür sind die Löcher? Für die Zahnbürsten. Los, hör mal. Es funktioniert. Ich weiß, was du jetzt sagst. Dass das nicht der Ozean ist. Es ist das Blut, das dir durch den Kopf fließt. Du hast mir immer gesagt, dass man den Ozean hört. Auf Wiedersehen, Schatz. Wiedersehen, Dad. So, da bin ich.